zu. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.28 Uhr und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Gestern war es eine Big Number. Heute ist es wieder eine Big Number. Heute sind wir bei 13.407. Beziehungsweise 13.407 würden wir long gehen, bei 92 short gehen und die Falle ist platziert. Nächste Big Number oben, klassisch die 13.5. Wir blicken auf den gestrigen Tag. Was waren für interessante Fallen am Markt? Zu unserer Handelszeit hier haben wir eine 15er Box und wir sehen, diese 15er Box ist sauber nach oben ausgebrochen. Dann gab es 35, eine 30er. Wir versuchen ja unter 30 Boxen zu identifizieren und die dann zu handeln. Gehen wir auf die Wohler-Boxen ein. Wo ist der Forecast? 13.431, genau, also 9 Punkte tiefer als der aktuelle Kurs jetzt. Das heißt, wir werden um und bei diesem Kurslevel, wenn der Preis so bleibt, in den nächsten 30 Minuten bleiben. MTX und da einen Blick drauf zu werfen. Gestern Abend ein Short Trade. Dann gab es hier noch einen Trade, der dann nach oben sich auch entfernt hat. Deswegen machen wir ja seit mehreren Monaten mittlerweile Box Trading mit Swissbox. Und wir gehen jetzt in die Übersicht der Märkte, fangen an wie jeden Morgen mit den Kryptos und zwar mit Bitcoin. Dazu machen wir unsere Vorlage. Wir nehmen eine Vorlage mit einem gleitenden Durchschnitt. Wir achten darauf, ist der Kurs über den gleitenden Durchschnitt, dann gehen wir. Dann sagen wir zumindest, der Markt ist erstmal long und wir sind gestern über den gleitenden Durchschnitt gewesen. Wir sehen es mit dieser weißen Kerze. Heute sind wir auch drüber. 4 Stunden sind wir signifikant drüber. Stunde 30, 15 und 5 Minuten auch. Also alles zeigt aktuell erstmal long. Ich wiederhole mich nochmal. Wir hatten ja gestern auch drüber gesprochen. Es soll am Donnerstag jetzt das Update von Ethereum geben. Der Merge, so wird das in der Fachsprache, glaube ich, genannt. Merge, also von Proof of Work zu Proof of Stake, glaube ich. Also ich bin ja da kein richtiger Experte. Ich habe Ethereum, bin gespannt, ob der Markt sich, wenn das dann alles klappt, denn es wird, das muss man dazu sagen, am Flugzeug operiert während des Fluges. Ja, also das ist, man hat 2 Jahre jetzt versucht, diesen Merge zu machen oder diese Umstellung und bin gespannt. Am Donnerstag soll es soweit sein. Es wird lautlos vonstatten gehen und wir werden beobachten, ob dann Ethereum weiter steigt oder ob vieles schon vorweggenommen ist. 1720, wir sind also auf Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Gehen wir zum Dow Jones. Auch hier Daily Long seit 1, 2, 3, 4. Heute der 5. Tag steigende Kurse. 4 Stunden Long, 30 Long, 15 Long und 5 auch. S&P 500, Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 und 5 auch. Ähnliches Bild wie gestern also. Nasdaq, Daily Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30, 15 und 5 auch Long. Kommen wir zu Öl. Steigt auch ein wenig. Daily immer noch Short. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 und 5 Long. Gold, 1700. Daily Short. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Short und 5 Minuten Long und Good Old German DAX, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long und 15 Long und 5 Minuten auch Long.
So, die Luft könnte etwas dünner werden da oben, nach dem Anstieg, ja, ich glaube über 4% in den letzten Tagen. Und so einen richtigen Grund zu identifizieren ist hier nicht, außer wenn man jetzt politisch sagt, dass in der Ukraine das Militär einiges an Boden gut gemacht hat. Das ist das, was ich an Flüstermeldung gehört habe, dass das einer dieser Gründe sein soll. Die Konjunkturzahlen, wie gesagt, waren gestern nicht gut. Sie waren also eher katastrophal. Und die Ausblicke fürs nächste Jahr, Inflation auch nicht gut. Insofern, ja, kann man sich einfach nur ein wenig wundern. Aber für uns spielt es keine Rolle, denn für Box Trading und für unsere gesamten Strategien können wir ja in beide Richtungen spekulieren. Hauptsache, es ist Musik am Markt und das hoffen wir heute an dem Dienstag, den 13. September um 8:34 Uhr, dass genügend Musik am Markt ist. Wir haben die Box platziert bei 13.400 und warten, dass der Kurs reinläuft. Ansonsten haben wir eben gesehen, die Vola-Boxen kommen bei 31 rein. Da werden wir also definitiv um 9 Uhr, wenn der Kurs so bleibt, ein Trade bekommen. Das erstmal zur Vorbereitung, 8:35 Uhr und ich melde mich dann gleich. Also Countdown läuft, 21 Sekunden bis zur Markteröffnung. 31 ist der Forecast für eine Vola-Box. Also direkt zur Markteröffnung. Bitte geringes Risiko. Hier kann die Aufschaukelungsgefahr relativ groß sein. 4, 3, 2, 1 und los geht's. Und wir haben die Falle platziert. 13.431 Long und 13.416 Short. Das ist die linke Falle. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die 50, the middle number, hier überwinden. Wenn ja, dann wird die nächste Zielmarke die 13.500er Marke sein. So, MTX. Sehen wir blaue Heikinashi-Kerze, aber kein Signalfall. Also hier orientieren wir uns nach wie vor auf einen Rücksetzer, wenn er denn kommt. Bullish sieht es auf jeden Fall aus. Wir sind jetzt bei 70. Wenn das schnell geht, wechseln wir hier unten diese Big Number und gehen nach oben. So, der Markt kommt zurück. Die Falle schnappt zu, wenn wir die 31, wir sehen es hier, die Vola-Box wird der erste Trade voraussichtlich sein. Und auch hier nochmal zu Spielregeln. Erster Trade geht direkt, wenn er in den Gewinn läuft. Wir haben hier abweichendes Ziel an. Das ist Tradition. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. MTX.
Sehen wir rote Sonne, braune, rote Heiken-Asche-Kerze. Könnte die nächste werden, also nicht die jetzt, sondern in 5 Minuten, sprich um 9.10 Uhr, wenn der Kurs weiterfallen sollte. Das weiß natürlich niemand. So, die Falle hat zugeschnappt. Es ist jetzt 9.06 Uhr und wie eben erwähnt, MTX. Body Factor sieht noch nicht so gut aus. Das heißt, die nächste könnte es werden um 9.15 Uhr. Bis dahin konzentrieren wir uns hier auf die Vola Box. 13.416 Short oder 13.431 Long. Und wir sind long im ersten Trade. Long im ersten Trade. Und wir sind raus. 13.431 wird nochmal platziert. Ich verabschiede mich bei den YouTubern. Es waren die Tage immer wieder eine Big Number. Heute war es eine Vola-Box. 13.431. Wir machen im Live-Trading Room weiter. Ich verabschiede mich aber für unser Videotagebuch. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig. Aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.